Er ist wunderschön, aus dem Grund, warum wir uns hier treffen. Und das Wetter spielt leider nicht so mit, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das Zelt hält uns trocken. Herzlich willkommen zur heutigen Eröffnung unseres neuen Kindergartens hier in der Marienhofstraße. Und liebe Kinder, vielen Dank für die tolle Einstimmung auf dieses Fest. Und es freut uns, dass wir gemeinsam mit euch euren Kindergarten eröffnen dürfen. Natürlich darf ich auch das komplette Team des Kindergartens recht herzlich begrüßen und mich auch für die Arbeit bedanken, die speziell im Juni angefallen ist, Kistenpacken, Übersiedlung, gemeinsam mit dem Team des Bauhofs. Und stellvertretend darf ich begrüßen die Leitung Regine Novosny. Danke für die gute Zusammenarbeit, nicht nur bei der Übersiedlung, sondern das ganze Jahr über. Absolut tolle Sache, weil Kindergärten sind Bildungseinrichtungen und gerade bei der heutigen Eröffnungsvorführung haben wir gesehen, welche Begeisterung die Kinder haben und was sie schon alles gelernt haben. Und genau darum geht es, Begeisterung und Freude am Lernen zu erwecken und strukturiertes Arbeiten auch für die Zukunft der Kinder und deren Bildung. Das ist unsere wichtigste Ressource, wenn wir eine gute Zukunft wollen. Jede Investition in diesem Bereich lohnt sich mehrfach und diese Investition ist aus doppelter Hinsicht daher ganz besonders bedeutsam. Erstens wegen der zuvor erklärten Bildungseinrichtung und Bildungswirkstätte für die Kinder, aber zweitens auch hier ist es ein Objekt, das sehr nachhaltig ist, das in zwei Jahren auch an einem anderen Standort stehen wird und wo 90% der Materialien wieder und weiterverwendet werden. Kann man eigentlich sagen, könnte Schule machen? Das ist wirklich ein tolles planerisches Projekt auch, weil es könnte Schule machen, es noch zusätzliche Facetten bietet. Es ist fast ohne Einschränkung erweiterbar, adaptierbar, aufstockbar, zubaubar in der gleichen Modulbauweise. Und ich halte das gerade für den Gedanken und was wir in Niederösterreich auch in den nächsten 2-3 Jahren vorhaben, nämlich einen Schub in der Kindergarten, in den Angeboten sozusagen für mehr Kinderbetreuung, dass wir genau auf solche Projekte zugreifen, die erstens rasch verwirklicht sind, wo die Kosten von vornherein feststehen und planbar sind und wo unterm Strich auch eine sehr nachhaltige Bauweise besteht. Ja, es freut mich jedes Mal, wenn ich die Frau Landesrat vor dem Mikrofon habe, weil ich weiß, dann wird eine Schule oder ein Kindergarten geöffnet und hier wiederum. Ja, ich habe gerade vorhin bei meiner Rede gesagt, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil wir so viele Kindergärten zum Glück und Kleinkindergruppen in Niederösterreich eröffnen, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wo ich beim Spatenstich dabei war, aber der ist besonders, weil es riecht ganz frisch nach Holz und er ist so nachhaltig gebaut, ich bin ganz begeistert. Was eben diese Nachhaltigkeit ist ja in Niederösterreich, glaube ich, ganz wichtig, weil bei manchen Gemeinden, die wachsen so schnell, da kommt man, glaube ich, die Kindergärten und Schulen fast nicht nach. Ne? Naja, deswegen haben wir ja jetzt unter anderem deswegen auch unsere neue Initiative aufgelegt, dass wir sagen, wir haben ein blau-gelbes Kinderbetreuungspaket, weil wir wissen, dass die Gesellschaft sich ändert, dass die Eltern das wollen, die Erziehungsberechtigten wollen, dass die Kinder in früheren Alter schon in eine institutionelle Betreuung kommen können, sie müssen nicht, aber sie können. Und deswegen nehmen wir 750 Millionen Euro gemeinsam in die Hand, damit andere Gemeinden auch so hervorragend bauen, wie es Spielern jetzt schon getan hat. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil einfach die sozialen Kontakte, je früher die geschaffen werden, umso besser ist es. Ne? Genau. Wir haben das spätestens, allerspätestens seit Corona gesehen, wo ganz kurz auch die Kindergärten schwer zu besuchen waren. Und da haben uns die Familien erzählt, auch die Pädagoginnen, was das mit Kindern macht, wenn sie einander nicht haben, wenn sie keine Gleichaltrigen haben, mit denen sie lernen und aufwachsen können. Und deswegen sind es die Wurzeln, die wir unterstützen wollen, die in den Gemeinden gelegt werden. Und wenn wir das miteinander hinkriegen, bin ich wirklich stolz auf uns. Ich habe heute gehört, dass Jugendliche, die nicht so ein hohes Bildungsniveau haben, sich wahnsinnig schwer bei Lehrstellen. Mhm. Das ist ja, muss man sich mal vorstellen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Entgegenwirken. Genau. Also das hat sich ja mittlerweile schon herumgesprochen, dass der Kindergarten keine Aufbewahrungsstätte ist, wo Kinder einfach sind, damit sie es lustig haben, das schon auch. Es ist eine Bildungsanstalt und zwar die erste, die sie kennenlernen. Und das ist wichtig.
wichtig, dass sie mit dem Gefühl groß werden, dass Lernen was Positives ist, dass man jemanden fragen kann, wenn man Hilfe braucht, dass es Unterstützung gibt. Und wenn sie das von einem, zwei, drei Jahren an als positiv erfahren, dann macht das was mit ihrem Leben und zwar was Gutes. Ich kann nur sagen, ich hätte auch gern so einen Kindergarten gehabt. Ja, ganz genau, ich auch. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Bis zur nächsten Eröffnung. Bis zur nächsten Eröffnung. Wir kommen sicher wieder zusammen. Absolut. Ein glücklicher Tag für eine Gemeinde, ein glücklicher Bürgermeister, überhaupt wenn so ein tolles Gebäude eröffnet wird. Was ist das, was bedeutet das für die Gemeinde? Ja, es ist wunderbar, dass wir diesen Kindergarten heute offiziell öffnen können, unseren neuen dreigruppigen Kindergarten hier in der Marienhofstraße. Er ist ja schon seit einiger Zeit in Betrieb und jetzt heute war die offizielle Öffnung und Gott sei Dank hat das Wetter jetzt auch mitgespielt und es ist trocken geblieben. Ja, wie der Landeshauptfrau Stellvertreter aufgehört hat mit der Rede, war es wirklich auf einmal ist der Regen vorbei. Genau, kurzzeitig war es wirklich ein starker Regen und mittlerweile ist es trocken und es bleibt auch die nächste Zeit trocken. Die Segnung und die Baumpflanzung konnten wir durchführen. Und jetzt sollte es nochmal beginnen, gehen wir wieder ins geschützte Zelt hinein. Wir haben das verfolgt, wir waren ja schon einmal da, das war noch nicht die Eröffnung, aber das war kurz bevor der Sommerbetrieb hier begonnen hat. Ist ein wunderbares Gebäude und was mir so gefällt, ist eine Nachhaltigkeit. Genau, das war bei uns das Wichtigste bei diesem Projekt. Das ist eine Holzmodulbauweise, ein nachhaltiges Projekt. Die Bauteile werden zum größten Teil wiederverwendet, wenn wir dann in zwei Jahren im Sommer 2024 ins Zentrum an den alten Standort der Schule übersiedeln und dort dann praktisch im September 2024 einen neuen, großen, sechsgruppigen Kindergarten haben. Das heißt, dort entsteht so eine Art Campus, kann man sagen. Genau, sechsgruppige Kindergarten und im Herbst eröffnet, im Herbst 2023 eröffnet die achtklassige Volksschule, die gerade zu bauen begonnen oder der Bau hat begonnen und es beginnt langsam zum Wachsen und im Winter sollte das Gebäude in seiner Außenkontur schon gut ersichtlich sein. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist ja fast eine Mustergemeinde. Wir haben versucht, hier im Bereich der Kinderbetreuung und im Bereich der Schule voranzugehen, jetzt speziell mit unserer Lukas Lang Holzmodulbauweise, die wir hier gewählt haben. Und ja, denke mal, dann ist Spillern ab dem Jahr 2023, 2024 gut im Bereich der Kinderbetreuung und der Schule ausgerüstet. Und dann ist dieser Bereich einmal für die nächsten Jahre abgeschlossen.